So, liebe Leute, willkommen zurück zu... Ich hab gehofft, du steigst ein. Digimon... Riese. Rerise, ja. Schön, genau. Schön, dass ihr hier seid. Warum rennt hier schon ein digitiertes Vieh rum? Ach, ist Gast, den grüße ich. Wolf ist auch dabei, ausnahmsweise mal. Ja, ich bin ausnahmsweise auch mal dabei. Hallo, du hast Hunger? Was hättest du denn gerne? Willst du eine Tomate? Die magst du am liebsten. Und die grüne daneben. Was auch immer da... Pumpkin. Ich glaub, das ist... Oh, ein Kürbis, würde ich gerade sagen. Ja, ist Kürbis. Halber Kürbis. Oh, der ist in Top-Stimmung. Ja, heute werden wir eine Lasagne aus Kürbis und Tomaten machen. Inkubator, ja, wir können hier Digimon-Eier. Genau, im Inkubator. Im Inkubator. Ich muss dieses Ei nehmen. Ich darf nicht das Pumpkin-Mon einnehmen. Nee, das muss ich aufnehmen. Als ich das Spiel noch drauf hatte. Ja, bei dir crasht das, ja. Ja, mein iPhone ist zu alt. Auch bald mein neues. Ja, wer benutzt denn auch mit der App? So. Wir benutzen hier einen Emulator. Ist auch nicht besser, aber darauf kann man das zumindest sehen. Stürzt es jetzt nicht ab? Ja. Versuch es zu streicheln. Ja, ja. Ja, wir streicheln. Weil wer hat in die... Vorsicht, es beißt. Ja, wer in Digimon Adventure aufgepasst hat, der weiß, wenn man ein Ei streichelt, dann schlüpft es. Genau. Bin ich gespannt, was du da rauskriegst. Ah, okay, dasselbe wie ich. Ein Botamon. Ich mag Botamon. Aber Snow Botamon sieht irgendwie cooler aus. Ist auch weiß, oder? Ja. Ich hätte gedacht, du magst eher das Schwarze. Ja, aber ich mag auch das Snowboard. Hallo. Ich confirm dich. Oh. Das kannst du Dings digitieren. Koromon. Das hätte ich nie gedacht. Ja, Koromon mag ich allerdings nicht. Das ist so, ich mag Botamon, Koromon mag ich nicht, Agumon mag ich. Friss! Es hat seine Requirement erfüllt. Und das geht jetzt auf Zeit, oder wie? Ja, es braucht jetzt so eine Zeit, bis es dann bereit ist zu editieren. Du brauchst nämlich das Bond auf 10 von 10 und das muss die Zufriedenheit ganz hoch. Und die Zeit muss halt sein. Und ich glaube, es sind 24 Stunden. Okay, weil wir ein In-Training haben, dürfen wir leider zurzeit keinen Digimon mehr dazu holen. Ich habe unser Team, glaube ich, ein bisschen überarbeitet. Ich sag, glaube ich, weil es ist schon ein bisschen her. Ja, die hier habe ich derzeit im Team. Wolltest du nicht Geckomon rausmachen? Ich habe überlegt, Geckomon rauszumachen. Aber ich weiß nicht gegen wen. Hast du. Du hattest doch Enamon, wolltest du das nicht? Nee, will ich eher nicht. Ich überlege mir vielleicht, das hier zu nehmen. Einfach bloß, weil es halt auf dem Ultra-Level zu Digitamamon wird. Komm, wir lassen es erstmal drin. Ich mag Digitamamon. Ja, das ist halt ein... auch nein. Ja. So, wir gehen mal in die Beschwörung, weil wir haben ja wieder ein paar Kristalle. Die haben wir durch die täglichen Belohnungen gekriegt. Brauchst du nicht 100? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann müssen wir erst Missionen machen. Was sind eigentlich die Ladebildschirme so? Na, damit du die Tipps lesen kannst. Ach so, ja, das ergibt Sinn. Ja, deine Digimon sind besser in einem Kampf, wenn die eine bessere Laune haben. Ah. Dann haben die eine größere Crit-Rate. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Ladebildschirme so lang sind. Ich glaube, mein Prozessor, der zieht ein bisschen gerade. Also wir haben hier die Step-Up-Summon. Das war ja, glaube ich, die normale, oder war das? Das war das vom letzten Mal, ja. Das war das vom letzten Mal, genau. Da, wo wir ganz am Ende hier Metall Greymon kriegen. Und das andere, Limited-Summon. Oh. Das ist natürlich cool, ne? Da brauchst 200 Kristalle für. Ja, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Hier, wäre Garurumon ist ja für dich so perfekt. Ja, wäre Garurumon und Digitamamon zählen zu meinen Lieblingen. Ich habe sogar tatsächlich auf meinem Laptop ein Digitamamon-Bild kleben. Hä? Oh. Ich nicht. So, den anderen Kram hier, den dürfen wir alles noch nicht machen, weil wir in der Story noch nicht weit genug sind. Also würde ich sagen, machen wir die Story einfach mal weiter. So, Vorsicht, Paralyse. Ich werde vorsichtig sein. Ich
Und wir nehmen Salz. Dings mit Backup. Ja, wen nehmen wir mit? Vielleicht den Level 20er. Oh, wir nehmen den hier mit. Ich meine, so ein Taumon, das hat auch schon was, oder? Oh, oder das hier. Ja, oder, ja, genau. Ja, oder komm. Der HL, der hat hier das Harrismon weiterentwickelt. Ja, nee, wir nehmen das Vademon mit. Weil das hat so eine ausgeprägte Wade. Eigentlich nicht. Ich glaube, es hat nicht mal Waden. Warum heißt es dann so? Weil es ja ein Außerirdischer ist. Achso. Wow! Du bist dran, Salam. Ja, so ungefähr. Du machst das? Hehe. Nun. Ich liebe es einfach, das vor dir zu zeigen, Michi. Show for you, ja. Mal zu zeigen, was ich drauf hab. Du bist das beste die beste Salamon. Ich feuer dich an. Ah, ich feuer dich an. an und Harrismon auch. Ist das überhaupt. Ist Salamon überhaupt ein Mädchen oder ein Junge? Digimon haben kein spezielles Geschlecht. Oh. Danke. Ich bin bereit loszulegen. Pokémon haben wir vielleicht. Ja, Digimon nicht. Also Alter, nicht zwangsweise. Zu sagen, du bist das? Ja. Das wirkt aber irgendwie so abwertend. Ja, weil es ist ja kein Ding. Ja, jetzt schon. Oh, das ist aber nur ein Einzelangriff, der kleine Hornangriff. Aber wenn die keine Geschlechter haben, die pflanzen sich nicht fort. Die pflanzen sich nicht fort. Wie vermehren die sich? Gar nicht. Wie jetzt? Heißt das, wenn du einen Digimon besiegst, ist es für immer Putsch? Nein, wenn ein Digimon... Also da werden die nicht mehr. Wenn ein Digimon besiegt wird, dann wird es wiedergeboren. Wo sind die denn ursprünglich mal hergekommen? Das ist wie in den Schlimmen. Du vergleichst jetzt nicht ernsthaft ein Digimon mit einem Schlumpf, oder? Doch, weil wie pflanzen sich denn bitte Schlümpfe vor? Das sind auch nur Kerle, außer halt Schlumpfine und Papa Stumpf, wie hat er die alle, die ganzen Kinder und ja, deswegen, die waren halt einfach da, wie die Digimon. Wenn ein Schlumpf tot ist, dann wird er wiedergeboren. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Ich nehme es mal an, wenn es bei den Digimon so. Vorsicht, Paralyse, ja, immer noch. Haben wir das nicht schon? Ja, der nächste Kampf. Geht offenbar einfach so weiter. Okay. Wen nimmst du mit? Tja, jetzt ist wieder die Frage, die benutzen wir eh nicht. Tja, aber du kannst... Komm, holen wir uns noch einen Ersatz-Meramon. Und so. Falls unser Meramon nicht Mera genug ist. Okay. Es ist ja tatsächlich in Digimon Adventure so ein bisschen das Wortspiel verloren gegangen. Mera heißt auch Feuer. Ja, aber Mera heißt auch brennen. Und im Deutschen sagt er die ganze Zeit, ich brenne. Aber das kann auch bedeuten, ich bin Mera, also für Meramon. Im Original. Ich bin was? Ich bin Mera, also Meramon. Okay. Deswegen, es kann heißen, dass er sagen möchte, ich brenne. Es kann aber auch sein, dass er sich einfach vorstellt. Naja, aber im Anime ist er im Deutschen nicht schreiend rumgelaufen. Brenne. Ja, aber normal schreit er rum. Ich kann ein Meramon auch ein normales Leben führen, wenn er dauernd überhaupt nicht zerbrennt. Ah. Oh. Was ist denn State? Das war ich nicht, aber danach fragt sie, um das mal zu sagen. Kampf. Um das mal zu fragen, wo kommen die Spirits überhaupt her? Ja, gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Das ist schlecht eigentlich. Du, Terrasmon, seid von der digitalen Welt, richtig? Ich meine, ich habe sie nie gesehen, aber... Oh, da kommen sie.
Hä? Wie hat's die Idee, kommt doch daher? Ja, vielleicht nur das Digi-Ei. Ja, aber okay, ich könnte jetzt einen Vergleich machen, aber der will nicht. Boah. Hast du das gesehen? Ja. Wie kacke ist denn bitte unser Digimon? Wo ist denn da? Ja. Irgendwie nicht so das Wahre. Naja, es muss vielleicht noch ein bisschen üben. Nee, so ein bisschen viel. Also Bit ist die Währung in dem Spiel, ne? Ja. Und die Echtgeldwährung, das sind diese komischen Kristalle. Ja, diese Rubine. Was denkst du? Also, was denkst du, sollte ich machen, um so stark zu werden wie Agumon? Trainieren. Trainier dein Digimon mit einem Workout. Ja, komm, wir machen jetzt hier richtig Workout. Jo, erstmal 10 Liegestütze, dann 30 Klimmzüge und 500. Ah, für ein Workout brauchst du spezielle Workout-Items. Wer hätte das getan? Die du auf Quests finden kannst. Ein Workout kann die Stats deines Digimons verbessern. Wir sollen jetzt unser Digimon gerade mal aufs Laufband schicken. Renn, du fetter Sack. Boah. Alles klar. Oh, das war erschöpfend. Digimon, die ihr Maximallevel erreicht haben, können erwachen. Also erwacht werden eigentlich. Nachdem die alle Workout-Optionen gemacht haben. Erwachte Digimon können ihr Maximallevel erhöhen und stärker werden. Da verstehe ich aber was nicht. Hm? Wenn du mal guckst, da links. Ja. Harrismon Level 5 von 10, aber rechts steht, dass der Level 20 werden muss. Ich nehme an, dass das bedeutet, dass du ihn erwachen musst, um diese Levelbegrenzung aufzuheben. Dann kannst du erst digitieren. So, wir haben auch eine Mission fertig. Vielleicht kriegen wir da irgendwas super Tolles oder wir kriegen einfach nur Dreck. Dreck kann auch toll sein. Das stimmt. Frag mal Jack Sparrow. Oder Digimon, nicht Digimon, hier, Oxygen Not Included. Ich habe tatsächlich schon geschafft, dass mir der Dreck ausgegangen ist. Okay, interessant. Was hast du mit dem ganzen Dreck gemacht? Ich meine, der Pflanzen ist ja überall. Da ist ja nicht überall. Da doch war nicht mehr. Okay. Okay, wir haben ja jetzt Zeug eingesammelt. Es gibt so viel zu tun. Es gefällt mir. Und ich wurde auch gefragt, ob ich das weitermache. Und wie ihr seht, ja. Machen wir weiter. Geht weiter. Und wir machen hier auch längere Parts, weil ich finde, bei dem Spiel lohnt sich's nicht, wenn ich hier 20 Minuten Parts mache. Da wären wir jetzt schon fast fertig. Ja. Wir sind ja noch so halb im Tutorial, gucken alles an und so. Ja. Einfach mal gucken. Bringt halt nicht, wenn ich da irgendwelche Kurzparts mache, da kommen wir hier überhaupt nicht voran. Ich hätte vielleicht mit den anderen Digimon noch ein Workout machen sollen. Stimmt, ja. Kannst ja nochmal zurückgehen. Naja, komm, wir machen weiter. Okay. Legen wir los. Kampf ist ja noch nicht vorbei. Wir sind ja immer noch im gleichen Story-Fragment sozusagen. So. Ja, der da fehlt noch, der kann auch noch mit. Muss den dann alle Freundschaftsanfragen kriegen? Ja, schieben. Nein, ich nerv doch nicht alle Leute mit Freundschaftsanfragen. Wer mir eine Freundschaft. Aber, doch, das ist ein Spiel über Freundschaft. Ja, Freundschaft ist immer gut. Ja, siehst du. Erster Tod. Der macht einen Konter. Das da brennt alles nieder. Ja, jetzt sehe ich. Oh, die paralysieren unser Snow Agumon. Heißt das nicht? Irgendwie Vorsicht, Paralyse oder sowas? Ja, und? Ja, siehst du. Dafür wurde bisher wenig paralysiert. Naja, es wurde schon öfter paralysiert. Und, oh, die haben unser Snow Agumon gemobbt.
Ja. Zu was wird denn eigentlich noch Agumon? Normalerweise. Das ist eine gute Frage. Snow Agumon. Snow Agumon kann zu vielem werden. Snow Greymon? Nee, ich glaube, es gibt kein Snow Greymon, aber es hat eine eisbasierte Linie. Wird das nicht sogar zu Frigimon? Ich meine ja. Passt sogar. Ja, Eis-Digimon halt, ne? Ja, aber komm. Kannst du ja mal gerade mal im Digimon-Wiki nachgucken. Ich gucke nach. Moment. Wenn du im Deutschen bist, die normalen Digitationen sind fett gedruckt. Das war unglaublich, Herrismon. Du bist echt tough. Hehe, danke. Das bist du. Was? Das bist du. Ja, schön, musst du kurz husten. Sag mal, Wolf 130. Herrismon. Die Präsenz der Spirals spüren? Salamon kann das manchmal. Denke ich. Hat sie recht, Herrismon. Ich weiß es einfach irgendwie. Ich kann sie nicht spüren, wenn sie weit weg sind, aber ich glaube, Herrismon kann das. Wow, das ist unglaublich, Herrismon. Danke, Michi. Ja, du bist noch viel süßer als... Was? Als Salamon. Als Salamon. Michi! Ich hätte gedacht, dass sie das wirklich so einfach so raushaut. Wenn du mich noch fester drückst... Kann ich atmen. So, machen die beide gerade, oder? Ja. Sorry. Ich konnte mir nicht helfen. Ja. Okay. Guck dir ausdrucksweise. Oh, Michi. Halt mal, ich denke, wir sind hier noch nicht fertig. Ich wusste es. Mehr Spirals. Okay. Macht mir sie platt. Aber sind diese Dinger nicht wirklich böse? Das ist, was Agumon gesagt hat. Die lassen Digimon schlecht aussehen. Oh, okay, dann lass uns zusammen kämpfen. Ja, lass uns das machen. Scheinbar hat kein, ist nur Agumon keine Hauptentwicklungsreihe. Oh, okay, dann halt nicht. Hier ist nichts fett gedruckt. Es gibt nur so reguläre Digitationen. Ja. Hey, Wolf 130. Wünschst du dir nicht, du hättest mehr Digimon in deiner Digistadt? Oh, jetzt kann ich Digicare machen. Das ist wahrscheinlich sowas wie Daycare für Digimon. Wähle bis zu 7 Digimon zu deinem Partner, um auf sie aufzupassen. Zusätzlich zu deinem Partner. Genau. Es ist mehr Spaß mit einer Menge anderer Digimon, richtig, Michi? Ja, und je mehr, umso mehr du dich kümmerst, so besser werden die Beziehungen und die Laune. Versuch mal die Digimon in deinen Team nehmen. Care. Einfach aufpassen. Entschuldigung. Sie wurden jetzt alle in Digicare gesetzt. Pass gut auf sie auf. Okay. Oder kümmere dich gut um sie. Mach ich. Ich bin die alte Frau von Pokémon. Aus der Pension. Kannst du dich denn gut um solche Digimon kümmern? Weiß ich nicht. Die haben alle schlechte Laune. Agumon mag Sushi. Komm, Snow Agumon kriegt hier richtig gute Laune. Was, Meramon? Meramon, nee. Er
erstmal ist das. Oh, das mag Steak, komm. Schönes Steak, ja. Da haut ein Steak raus. Das mag mein Black Gabumon. Mission complete, okay, ja, Mission fertig. Ja, ich hab's verstanden. So. Die beiden da zanken sich. Vielleicht reden die auch einfach. Komm, friss den Kürbis. So, und was mag Meramon? Meramon mal aus der. Komm, kriegst hier schön Schinken. Schinken macht aber. Qualitätsschinken. Schinken macht nicht so viel. Und Bacon. Ja, komm, ein Steak noch, dann bist du voll. So, wir haben ganz viele Missionen fertig. Ja, zwei. Und eine noch von Total. Ja. Okay, ich habe aber nur zwei claimen dürfen. Du hast Sozialpunkte bekommen. Ja, ich bin sozial. Das wollte ich schon immer mal sein. Ja, weiß nicht. Bist du sonst sozial schwach? Ich weiß nicht. Dieses Zögern wert hier sein, ja. Was? Warum habe ich jetzt eine Mission komplett? Ich bin ja, weil du so. Ich bin gerade aus den Missionen raus. Ja, du hattest eine Mission zu beenden. Nee, eine gewisse Anzahl von Bit zu kriegen. Dafür kriegen wir ein neues Steak. Habe ich eigentlich einen Digimon vergessen zu füttern? Ja, nein, vielleicht. Die Gäste vielleicht. Ich fütter doch keine Gäste. Okay. Bin ich eine Pension oder was? Ja, das ist ja dickig, ja. Puh. Ich kann Deko anbringen. Was hab ich denn? Das ist ja wirklich wie ein Digimon Links. Ja. Ja, ja. Dekorationen anbringen kann jeder. Mach mal. Hier können sich alle sie ausruhen. Auf Toilette gehen. Da hinten gibt's ein Klo. Punching Bag gibt's hier drüben für die Demo, die Stress abbauen wollen. Wer flüchten will, darf das hier drüben machen. Das hat keine Schienen, das ist doch aus dem einen. Und hier drüben gibt's eine schöne Blumenwiese. So, jetzt hab ich bestimmt wieder eine Mission. Nee. Oh, die finden das alle ganz toll. Goburimon rennt direkt aufs Klo. Das war scheinbar dringend. So, dann gehen wir jetzt mal in die nächste Story-Mission. Ja, wir sind echt noch nicht mit dem Tutorial durch. Nö, gibt noch viele Sachen zu entdecken. Tja. Wir können auch. Es ist eigentlich egal, wen wir nehmen. Nein. Doch für den Anfang ist es egal. Nein. Du musst doch hier die ganz viel Freundschaft. Aber ich habe noch keinen von denen eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ja, mach doch mal. Nein. Ich hätte lieber einen von den Zuschauern als da irgendwelche Leute. Ich glaube, du hast genug Platz auf deiner Freundesliste für beide. Ich weiß nicht. Wenn du mal in Pokémon TCG guckst, die Freundesliste ist voll. Ja, es ist ja kein Pokémon. Das ist, es ist Digimon, das ist auch beliebt. Ja, aber, also. Oh, Entschuldigung, das kannst du aber immer noch lesen. Dieser Platz macht mir Angst. Keine Leute, kein Telefon. Ja. Dieser Platz ist vielleicht mehr wie die Digi-Welt. Wirklich? Ich weiß nicht. Ich weiß eigentlich nichts über beide Welten. Wie auch immer. Wir haben keine Wahl, aber wir müssen weiter. Auf. Ja, wir müssen weitermachen. Genau. Ach. Agumon, du wieder. Paralysiert. Setz die Ulti ein. Die Ulti. Special.
Das war total verschwendet. Super Sonic Homing Attack. Nein, das ist nicht verschwendet. Naja, es war ja schon die zweite Welle, aber trotzdem. Jetzt es gab nur zwei Sterne dafür, siehst du mal. Ja, und warum? Weiß ich nicht, aber guck mal hier, die Mut von Meramon kann bis auf 60 hochgehen. Ja, jetzt Champion. Im Gewicht heben? Was ist auf Gewicht heben? Ja, irgendwo muss er ja Champion sein. Ich sag Grill-Champion, der ist doch aus dem Fall. Ja, das ergibt Sinn. Siehst du? Das mache ich öfters. Sinn ergeben oder grillen? Sinn ergeben. Ah, grillen würde ich auch gern öfters, aber. Ja, grillen. Grillen wäre jetzt schon geil. Ich hab Hunger, aber. Wir machen ja hier die langen Videos. In jedem Ding. Jeden Sommer nehme ich mir voll vor zu grillen, aber. Ich habe ja keinen eigenen Grill, also ich kann schon mal nicht grillen. Ich habe auch keinen eigenen Grill. Wie willst du dann grillen? Geht zu meinem Vater in den Garten und der hat einen Grill. Achso, ich dachte offen das Feuer. Ja, genau. Ich grill ja nicht ganz alleine, das sind ja auch Leute und so Familie. Ja gut, und so. In meinem Elternhaus grill ich ja schon ab und zu mal. Aha. Gut. Hey, Wolf 130. Über diese Spiraldinger. Ja, kannst du uns mehr davon darüber erzählen, Wolf 130? Ich weiß genauso viel wie ihr. Er hat sie erschaffen, töte die. Agumon sagte, die sind gefährlich, wir müssen sie fertig machen. Ihr glaubt auch alles, was ein dahergelaufenes Agumon sagt, oder? Ja, der ist oft der Protagonist und Held in der... Der Lüge. Du hast dieses Agumon schon vorher erwähnt. Ist das ein anderes Digimon? Er ist ein Kind. Die Eltern waren grausam und haben es Argumon gemacht. Ja, wie ein Dinosaurier. In der Schule auf dem Schulhof wird es immer mit Steinen geschmissen und dann rufen die, digitier doch, kannst du eh nicht. Und dann kommt es immer mit ganz ruhig unterlaufenden Wunden nach Hause und die Mutter, was ist passiert? Ja, so düster werden wir jetzt nicht, lesen den nächsten Text. Aber meine Story war noch gar nicht fertig. Es ging doch um Freundschaft zwischen ein anderes Kind, was auch grausame Eltern hatte und was Gabumon heißt. Und die werden Freunde. Das fängt grau und dunkel an, aber wird besser. Egal. Wow. Das ist ja gar nicht wie Harris. Er ist ja auch ein Kind. Wir haben die Spirals zusammen fertig gemacht. Agumon ist echt stark. Wow, klingt nach einem nicen. klingt nach einem tollen Mon. Du musst es mir das nächste Mal vorstellen. Nee, alle, die Spiralen sammeln sich da drüben. Diese hippe Kindersprache. Die sagen nicht mehr Monster, sondern ist ein Mord. Die kürzen ja heutzutage alles ab. Ja, die kürzen wirklich alles ab. Nicht mehr Pizza, sondern Zar. Was denkst du, Michi? Sollten wir mit ihnen gehen? Wir können es ja nicht, ich habe dieses Wort vergessen. Alleine lassen. Alleine, genau. Wir können sie ja nicht alleine lassen. Zeig uns den Weg, Harris One. Überlass das mir. Also ich habe nicht die Übersetzung nicht vergessen, sondern das Deutsche. So, weißt du. Harris One. Was? Niemals. Eins, zwei... 3, 10 zu Spiral! Ich hab keinen, wenn ich 10 und schätze. wir haben das. Richtig, Wolf 130? Ich werde auch kämpfen. Für die Sicherheit von Michi. Ist Sake nicht irgendwie das Gegen oder so? Ja, das auch. Oh. Okay. Lass uns diese gruseligen Dinger umhauen und uns ein bisschen Kuchen klappen. Ja. Was halten die jetzt auch immer mit Kuchen? Magst du kein... was ist Kuchen? das Café macht gute Stücke. Ich bin sicher, du wirst es lieben.
als Mimik okay. gemeint. Ja, normal schon, aber das ist diese gute Art von gemein. Gemein. Das ist diese gute Art von gemein. Ja, genau. Genauso wie Angst. Es gibt ja Angst und Haha-Angst. Okay. Hat zumindest Homer gemeint. Meramon tritt einfach nochmal nach. Naja, klar, muss ja. Muss sie töten, wenn sie am Boden liegen. Richtig, einfach nicht nachlassen. Genau. Ich hätte auch noch eine Geschichte über einen Snow-Argument-Weggabe. Geht ein bisschen um Rassismus und greift das Thema in der Gesellschaft auf. Nein, danke. Es ist so ein Aufklärungsding. Ja, aber wir klären jetzt nicht über Rassismus auf. Wie Zoomania. Ja, aber wir sind hier nicht bei Zoomania. Da können die Leute auch Zoomania gucken. Ja, mit der Einstellung werden wir das auch sagen. Nein, das war der falsche Test. Ich meine, ich kenne den Verwirrung. Bestätigen es bei den Japanern auf der rechten Seite bei uns bei meinem Ding. Aber das nächste Mal musst du einfach auf den gelben Knopf. Rechte, das sind Farben. Okay, ich drücke auf den gelben Knopf. Ja, Farbe ist ein gutes Stichwort. Dieses No-Argument. Ich sag dir, wenn ich dich das nächste Mal sehe, schmeiß ich dir was an den Kopf. Mit Glück ist es Kuscheltier, mit Pech ist es der Ventilator. Also ich sehe das positiv, da habe ich einen neuen Ventilator. Kann man ja immer gebrauchen, ne? Ja. Im Winter. Zum Beispiel, ja. Aber diese Spirals sind bisher, ich wollte gerade sagen, nicht so stark. Die Spiralen scheinen stärker zu werden. Der Salamon sieht das anders. Ja. Oh nein, wirklich? Salamon, bist du okay? Kommst du damit klar? Brauchst du was zu trinken? Ja, ich schaff das schon. That's the spirit. Das kann man eigentlich auch mal falsch. Ja, das ist... Das ist die richtige Einstellung. Ja. Hause um. Knurr sie an. Bisschen Knochen. Wie komisch muss das sein, dann vom Knochen zu, weil halt Hund, zu, danach der Digitation zu Fisch überzugehen, weil halt Katze. Hey, Digimon essen hauptsächlich Fleisch, also das passt schon. Ja, gut, sieht aber das Fleisch ist das. Also würdest du sagen, Digimon ist kein Spiel für Vegetarier? Doch, tatsächlich schon. Aber sie essen ja Fleisch. Ja, aber... Aber? In der Digi-Welt ist Fleisch ein Gemüse. Echt? Ja, weil wie wir in Digimon World bereits gelernt haben, wer es noch nicht gesehen hat, findet sich auf dem Kanal, durchforstet mal die Playlists, wächst Fleisch in der Digi-Welt im Boden. Echt? Ja. Interessant. Und wo wächst dann Gemüse? Auch im Boden. Das gibt so keinen Sinn. Und was wächst auf Bäumen? Bananen. Und andere Früchte. Bananen wachsen an Palmen. Auch eine Palme ist ein Baum. Heißt das dann, Kokosnüsse sind Gemüse? Nein, Kokosnüsse sind Früchte und Kokosnüsse... Warte. Sind Kokosnüsse Früchte oder sind Kokosnüsse Obst? Kokosnüsse sind Nüsse. Und Früchte sind auch Obst. Ja, aber das ist wie mit dem Jacuzzi. Jede Frucht ist ein Obst, aber nicht jede Frucht ist ein Obst. Oder? Das kann ich dir so nicht sagen. Ich kann mich nicht bewegen. Salamon, was war das? Bärenfalle. Das war eine Diskussion über Obst und Früchte in meinem Leben. Keine Sorge, ich hab das. Ja, in der Tat, du hast es gut erklärt. Und außerdem, Digimon bestehen ja nicht mehr aus Fleisch, die bestehen aus Daten. Heißt, ich kann sie essen als Vegetarier. Man isst Digimon aber nicht. Aber würdest du als Mensch ein Digimon, wärst du dann ein USB-Stick, weil du Daten in dir aufnimmst?
diese Tage und viel mehr behandeln wird, unser Podcast wahrscheinlich nie erscheinen wird, weil es ja gar nicht existiert. Ja. Schalten Sie ein. Jedes Jahr am 30.02. um 25 Uhr. Und das Let's Talk, da warst du dann auch irgendwann raus. Genau. Guck mal, Parfaits. Also wir kommen gut voran. Ich bin schon gespannt, wann... Ja, wir haben Themen abgearbeitet. Ja, ich meine eigentlich, wann der nächste... Oh, hier ist einfach nur Story und am Ende ist Boss, oder wie? Ja, bei Elf, Boss und Story. Alles in einem. Oh, das alles und noch viel mehr. All in one Paket. Da musst du nicht extra zahlen. Nee. Wir müssen hier weg. Nur einmal mit deinem Leben. Aber ich werde das Gefühl nicht... Ich krieg das Gefühl nicht, dass passiert. Was? Ich habe das Gefühl, es wird nicht so bald passieren. Aber hier, da steht I don't get the feeling. Das ich habe das Gefühl, ja, im Englischen ist es umgedreht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert. Kannst du auch sagen. Ah, das, was er gesagt hat. Ja. Harris Mon, Salamon, seid ihr okay? Könnt ihr immer noch kämpfen? Macht ihr eine Massage? Ja, ich denke schon. Massage wäre super. Okay. Ja, wenn du das sagst, wir holen uns heißen Kakao im Café, okay? Bei einer Massage, heißen Kakao. Was gibt's Besseres? Wahrscheinlich auch noch in Bamsen-Goldpool. Was ist Kakao? Ja? Das ist so braunes Zeug. Ähnlich wie Cola, bloß in warm. Es ist ein süßes Getränk, ich bin mir sicher, du wirst es lieben. Sahne, Verstreuse. Weißt du, Keks. Die sagen zu Helmsmann einfach bei allem, du wirst es lieben. Ja, ne? Müllabfuhr, was ist das? Das sind so Leute, du wirst sie lieben. Kommunismus, du wirst es lieben. ja. Ja. Ne, ich sehe schon. Ich möchte Kakao eines Tages probieren, Wolf 130 und Kommunismus. Das Wichtigste zuerst. Wir müssen hier raus. In der Tat. Richtig. Weil wir nur in Russland. Los geht's, Harrismon. Ich bin direkt hinter dir. So ist das. Irgendwas Großes kommt da. Ist das ein Deck? Was für ein Käfer könnte das denn sein? Ist das eine Libelle? Diese Spirale greift an. greifen es an. Kleiner Tipp, eine Libelle ist es nicht. Oh. Das ist ein Hirschkäfer. Das ist Kuwagamon, ein Hirschkäfer, keine Libelle, bist du blöd? Libelle, sie hat die typischen Flügel und die typischen Libellenstachel, sogar zwei davon. Doppelt so viele Libelle wie jeder andere. Wir müssen zur Hilfe eilen. Was meinst du? Ich meine, Spiralen sind gefährlich, richtig? Kuwagamon ist in Gefahr. Aber Kuwagamon ist doof. Du bist süß, Harrismon. Aber du kannst nicht alleine gehen, also ich denke schon. Sadawan, was denkst du? Ich denke, du solltest diesmal kämpfen und ich sehe zu. Was, Michi? Ja. Okay, komm. Ich bin dabei, Michi. Aber du bleibst hier, okay? Da hast du's. Wolf 130 und ich werden euch anfeuern. Von hier. Von da, hier. Richtig, ich werde ihm auch mein Bestes geben. Ja, aber das Beste ist leider nicht genug. Deswegen haben wir leider keinen Rose für dich. Du wurdest gerade viel leiser, du hast keine Rose für ihn. Nein, kein Bild. Weil das Beste nicht gut genug für ihn ist. Für uns. Sein Beste. Der muss noch mehr trainieren. Ja. Vor allem auf dem Catwalk habe ich da nicht wirklich viel Potenzial gesehen. Aber Cat haben wir nicht, wir haben nur Dog.
Auf dem Dog Walk. Boah, das klingt sogar noch viel besser, als ich das. Dog? Warum nennt man das nicht so? Weiß ich nicht, weil es keinen Dog Walk gibt. Ja, aber warum Catwalk? Ich meine, okay, Catwalk, ich kann mir denken, warum das so heißt, aber. Mir fällt gerade auf, ich muss noch ein Thumbnail hierfür machen. Tja, ich nicht. Also ein anständiges Thumbnail. Ja. Anständig, dass es so aussieht. Bleiben wir einfach dabei, du musst ein Thumbnail. Ja, also, ich bin gemein. Ich hast du nicht das Thumbnail für One Piece gesehen, World Seeker? Welches das Zauber-DLC? Ja. Ja, habe ich gesehen. Es war einzigartig. Salamon, Harrismon! Ihr seid fast da! Nimm das, ha! Harrismon ist schon bewusstlos. Wir haben schon das Ersatz-Harrismon, aber ist okay. Warum ist das eine lila und das andere gelb? Also weiß ich nicht, vielleicht verschiedene Stärke-Level? Ja, oder Art. Oder andere Elemente? Kann sein, dass eine Paralyse ist, das andere Critical. Ja, okay. Oder sowas. Jetzt hast du deine Special gar nicht eingesetzt. Egal, ich glaube, wir sollten mal trainieren. Ich habe ja, das Gefühl für den. Das Boss... eine, das stirbt. Ja, es stirbt. Also, gerade war es Harrismon, also. Die sterben alle irgendwie gerade so ein bisschen. Ach, Harrismon. Oder die Chaos-Apparenz ist weiter. Ja, wir brauchen Super Harrismon. Nicht mal blau. Ja, Alkohol so, gibt's nicht. Kuwagamon ist der Bossstand da. Der sagt Michi noch hier, komm, Mann, hilf mir. Nein, das war Harrismon. Ja, oder Harrismon halt. Der. Dekorier deine Stadt, ihr seid ein bisschen spät. Ich weiß schon, warum ich Shadow besser finde. So. Ja, dekorier mal deine Stadt. Mensch, die ist ja so leer da. Nur ein Klo für 10 Digimon. Ich glaube, es sagt. Denk mal, der hat schon da so ein bisschen Zeit voll. Ja. Das dauert, glaube ich, wirklich 24 Stunden. Würde ich mal schätzen. Ah, der zweite wird verfügbar, sobald ich einer Digi-Gilde beigetreten bin. Mann, Mann. Ja, ich glaube, das kann ich noch gar nicht. Oh. So, was machen wir denn? Machen wir ein Upgrade oder machen wir ein Workout? Wir fangen mal mit dem Upgrade an. Was ist ein Upgrade nochmal gewesen? Level Up. Ah, was war Workout? Training. Achso, Workout erhöht nur die Stats, ne? Ja. Und Upgrade levelt halt auf. Ja, dann mach ich mal hier fit für den Kampf. So. So, jetzt digitieren. Ne, der muss ja erstmal awaken, sonst kann der ja noch nicht. Aber ich dachte 10 von 10 und 20 von 10. Dann schon die Evolution Condition ist Level 20. Achso, ja, dann awaken. Warte, das ist ein Igel und später sieht er eher auf Wolfern. Ja. Der Harrismon. Das heißt, die haben einfach die Idee von dem Werhawk aus Sonic geklaut. Vielleicht. Aus Sonic, ich weiß nicht, wie das Spiel hieß. Wer weiß. Dann trainieren wir mit dem alles durch. So, komm. Erstmal auf Laufbahn laufen, Mann. Du brauchst mehr Kondition. Sonst wird nie aus dir ein richtiger Fußballspieler. So, jetzt schön ein bisschen vom Boxsack verprügeln lassen. Das Training macht hier Trump auch immer. Ja, Knopf drücken, trainieren. Nee, das war so ein Boxhandschuh, der rausschnellt. Das kennt man doch aus Demon World. Ja, oder so. Jetzt Fahrradfahren, aufs Seil springen, komm. Nach Bogen schießen, Mann. Hau der gerade aufs Seil drauf? Ist okay. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, du hast nicht mal Hände und oder Daumen, um den Bogen zu halten, aber du schießt jetzt. Nee, er wirft offenbar den ganzen Bogen. Boah, Alter. Nicht die Pfeile? Nee, den Bogen. Okay. Okay, und das da habe ich nicht. Nee. Das ist eine schwarze Kugel. Ein Invasionsschiff. Ah, in Akt 2, Szene 11 kriegen wir das. Also wahrscheinlich das nächste. Ja, wir sind noch Akt 1. Ne? Jetzt kommt der Boss von Akt 1. Ach so. Und dann, meine Damen und Herren, kommt die Akt Maus. 2. Achso. Das ist da, wenn Romeo und Julia auf dem Platz fliegen, sich wieder, um sich wieder zu vereinen. Ich dachte, dann kommt die Maus.
oder so. Ah, der hat aber was anderes. Den kann ich awaken. Stirbt. Nee, Moment, der stimmt gar nicht. Die sterben nicht in Akten. Das sind 4 oder 5 Akte. Das ist nicht ein Drama in 3 Akten? Weiß ich nicht, weil ein Theaterstück hat für gewöhnlich 3 Akte. Aber irgendein berühmtes Theaterstück hatte mehr Akte. Ich weiß auch nicht. Sind es nicht Akte? Es ein Akt, mehrere Akte. Oder? Ich google das jetzt. Gibst du einfach im Dictionary ein. Akte. Ja, ich glaube, die haben sich hier vertan. Nein. Ich glaube, da. Ich sehe nicht. So, hier erstmal schön alle Demon trainiert, außer Meramon. Aber Meramon kann auch kaum was trainieren, weil die meisten Sachen Level 2er Sachen sind, die haben wir nicht. Oben in Juli hat sogar 5 Akte. Oh. Siehst du mal, hab ich doch gesagt. Oh, man kann sogar den Skill upgraden. Dann laufen die, glaube ich, sogar erst im dritten. Den Skill? Ja, verbessern, ne? Ja, reduziert Skill Cooldown mal. Und so weiter. Ach, wir sollen Black Agumon nehmen. Weil wir 2 haben, ja. Deswegen muss ja einer weg. Weil wir 2 haben, deswegen muss ja einer weg. Das ist die gute alte Politik bei Zwillingen. Wenn da 2 rauskommen, muss einer weg. Das geht so nicht. So, ja, das Skill-Level wird erhöht und dafür fliegt eins raus und. Bei Drillingen. Uiuiui. Das ist dann neu. Richtig kompliziert. Jetzt könnten wir hier ein anderes Basis-Digimon wählen, aber. Nee, das kann ich ja auch kurz mal erklären. Der Drilling, der eine muss weg. Und der andere muss in die Kühltruhe als Ersatzteillager. Ne? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Und. Ja, jetzt nicht mehr, klar. Das war ja diese alte. Mensch, aus 1735. Natürlich. Ja, und. So lief das damals. Harte Zeiten. Es gab nicht genug Essen für alle, da mussten sie einfach weg. Wohin sie geschickt wurden, wer weiß das schon. Die waren einfach weg. Nicht mehr da. So, ja, jetzt geht auf 20. Jetzt evolutionieren. Wie mache ich das jetzt? Du gehst raus und auf Digivolve. Oh, geht doch nicht. Scheiße. Verdammt meine ich. Entschuldigung. Akt 3, Szene 3 müssen wir erst freischalten. Das war die Szene, wo sie aus der Stadt vor den Familien. Verdammt, wir können noch nicht mal digitieren. Stärk dein Digimon mit Erwachen. Danke. Erwache es. Ihr seid zu spät. Eure Tutorials brauchen zu lang. Der Wolf ist so schnell. Ich war bei jemandem Backup und hab dafür Sachen bekommen. Ja. Mensch. Schach, was ist das? Ich spiel 4D-Schach. So ist er. So. Mensch. Ja. So war er schon früher. Der kam schon mit Brettspielen zur Welt. Ja, Brettspiele gehören sich auch. Ja. So. Sehr schön. Kopf größer als eine Melone, aber das ist nochmal anders. Nein, das war's. War ich nicht, war ich nicht dabei. Seid ihr doch. Muss man mal nachfragen. Du bist ja ein Jahr jünger als ich, also wenn du dabei wärst, würde irgendwas im Raumzeitcontainuum nicht funktionieren. Dreiviertel Jahr jünger nur. Und wer weiß, vielleicht erfinde ich ja die Zeitreise. Nur dafür. Um wieder zu gucken, ob das stimmt. Ich bin der die Kamera gehalten hat. Bei dem Geburtsvideo. So, mit Kev treten wir zusammen an. Kev? Ja, Kev. So wie Kevin? Nee, wie Kathleen. Kevlar? Achso. Wir haben die meisten der Spiralen besiegt. Hey, Kowagamon, geht's dir gut? Tja, Herr Wissmann. Was war das? Was passiert hier? Anders ist unser guter Wolf hier, ne? Mensch. Ne? Der ist ja hier, ne? Schneller als der Blitz. Harrisbon, bist du okay? Schneller als die Eisenbahn. Vor allem die deutsche Bahn, das ist schwer. Oh nein! Kowagamon
kommt diesen Weg. Kommt hier rüber. Beste deutsche Überwerfung. Der kommt hier rüber. Kuwagamon ist ein wildes Digimon. Lauf weg. Nein, das ist so wie wenn du in der Bar stehst und der Typ kommt die ganze Zeit rüber und dann kommt der rüber so. Oh mein Gott, der kommt rüber. wie unerwartet. Undankbar. Unfreundlich. Kannst undankbar. Du denn, wie undankbar bist du? Ich habe meinen Körper für dich ruiniert. Was? Das sagen sollte eine Mutter zu jedem Kind sagen. Talk about dangerous. Wir klären über gefährliche Aktionen auf. Nein, wenn man von Gefahr redet. Schalten Sie ein. Wer auch für sein Popcorn. Ja, wenn man mal von Gefahr redet. Oder von schlechtem Englisch. Diese Scheren müssen gestutzt werden. Kinder Mädchen, sich dann schneiden. 1230, geh zurück. Der Herbst fällt. Fallback. Aber Serious, Mann. Das wollte doch nur helfen. Was ist dein Problem, Harrison? Willst du helfen? Mit Kuwagamon kannst du nicht richtig, nicht vernünftig reden. Lass mich das übernehmen. Natürlich. Wir werfen Salamon einfach zum so, Essen vor der Liste. Oh, okay. Los, Salamon. So, du meinst mit dir kann man nicht richtig reden. Jetzt gibt's was auf die Schnauze. Jetzt prügel. Ich kann mir nicht. Ich kann nicht helfen. Er hat gesagt, er kann helfen. Also, ich kann helfen. Bleib für eine Sekunde zurück, Harrismon. Bist du verletzt, Harrismon? Brauchst du etwas? Wir müssen kämpfen. Ich muss Wolf 130 beschützen. Der wurde schon gefressen. Du kommst zu spät. Okay, Salamon. Gib ihm alles, was du hast. Salamon ist Daddy! Nein, ist wirklich kein Daddy. Salamon holt jetzt einfach so mit voller Wucht aus und haut Kuwagamon mit einem Schlag um. Mitten ja, ins Gesicht. Genau. Moment, warum mit dem Schlag? Der doch nicht mehr hin. Ja, mit der Pfote. Muss Kopfnuss werden. Ja, aber die muss doch laufen, das muss eine Kopfnuss werden. Oder hat's einen Schweif? So ein bisschen. Ja, dann wird's ein Rutenschlag. Aber nur so ein Stummel. Das ist ein Stummel. Ja, das tut mir leid, das ist ja äußerst prekär. Na gut. So, drei Runden gibt's. Als ob die uns hier irgendwie irgendwas im Weg stehen wollen. Ja, nee. Wir haben ja trainiert. Ja. Deswegen ist auch gerade noch niemand gestorben. Ja. Ja. Oh. Bist du bereit, Harrismon? Ja. Pass auf Kuwagamons Angriffe auf. Ich dachte, er soll zurückbleiben. Kuwagamon ist so gesprächig. Ja, wollte gerade sagen, er ist nicht ganz so gesprächig, der Junge. Ein Mann weniger Worte, der spricht mit seinen Taten. Hat Kuwagamon gefressen. Zum Beispiel damit wollte er uns mitteilen, er hat Hunger und würde gern essen gehen in ein schickes Restaurant. Vorzugsweise, wo es Argumon gibt. Besonders Snow Argumon, ne? Ja, das ist so, vielleicht war ihm Eis. Vielleicht war ihm heiß und er wollte so gerade mal irgendwas zum. Hast du erst gesagt, vielleicht war ihm Eis? Ja. Okay. Ja, Argumon, also Schnee Argumon ist nicht gerne Eis. Waka jetzt vielleicht auch hinfrosten. Jetzt mit einem Happen verschluckt. Deswegen sagt er jetzt nichts mehr. Immer noch gesprächig. Vorhin war noch ein Ausrufezeichen dabei. Jetzt. Dann war das vorhin eine Aussage. Ja. So, ich habe Hunger oder so. Kuwagamon ist weg. Ich bin ziemlich. Egal. Ich bin ziemlich ich okay. Ich komme damit klar. Ja, ich finde es okay. Also können Digimon auch böse Leute sein. Ja, mit der falschen Erziehung und so, ne? Scheint so. Wenig nett ist. Oh Gott. Ja, schlimm. Lektion gelernt, Wolf 130. Mach nicht so ein Gesicht, Harrismon. Mensch, mach voll dich. Ja, mach doch lieber wieder das andere. Dank heute sind wir alle Freunde geworden, richtig? Freunde? Ja, Harrismon, ich denke da genauso.
Ja, wir haben Seite bei Seite gekämpft. Also sind wir jetzt auf jeden Fall Freunde. Okay, klingt toll. Was ist, wenn ich nicht will? Pech gehabt. Du fühlst auch so, oder, Wolf 130? Tamer sollten sich zusammenhalten. Wir sind so dann viel stärker. Hast du gerade gesagt, Tamer sollten sich zusammenhalten? Ja, ich wollte ja sagen, sich zusammenstecken, weil stick together, aber... Sie sollen sich zusammenreißen, Mann. Nein, nicht so, nein, sie sollen zusammenhalten. Ja, das auch. All diese Freunde, ich bin so glücklich. Facebook, ja. Was für eine Erfindung. Natürlich. Mensch, spioniert dich aus, Tag und Nacht. Ja. Sag mal, Michi, wolltest du nicht ins Café? Let's go! Oh ja, yeah. Lass uns gehen. Das ist ein guter Platz, um durchzuatmen. Was ist jemand, der atmet? Ein Lebewesen. Und wenn du nicht atmest, ist es ganz schnell tot. Eine Chance, um sich zu entspannen und sich auch wieder aufzuladen. Ein Atmer. Oh, ich sehe schon. Verstehe. Ja. Die sind alle verrückt. Die haben sie nicht mehr alle. Okay, Salamon. Spring rein. Okay, Michi. Oh, ach so, ins Handy. Ja. Ja, da gibt's Sinn. Mensch. Du auch, Herr Spawn. Guck mal, ich will dir jetzt das Herr Spawn klauen. Hau so um, die Alte. Nein. Los, 230. Nimm dein Handy raus. Dein Telefon. Die überfällt Mensch. Mich. Gib mir dein Handy. Sofort. Bitte. Ja, lass es uns versuchen. Jetzt klatsch. Das sieht sogar wirklich ein bisschen aus wie meins. Aha. So, so. Ja, meins hat einen anderen Bildschirm, aber ein bisschen. Meins nicht. Upsi. Habe ich euch erzählt, wie du das machst? Nee. Oh, Michi. Ist du ja blöde gut. Warte mal, löscht dein guter Schwein. Michi bringt ihre neuen Freunde ins Café Truffle. Falls niemand wollte, außer Harrisburg. Aber auf dem Weg erscheint ein. Zwingt sie einen Digital Point in einen neuen Kampf. Takumi und Doromon kommen zur Hilfe mit einer unglaublichen Kraft. Die Kraft der Freundschaft. Nächstes Zeit Mal bei Woche. Digimon Rearise. Das einsame Paar, Doromon und Takumi. Das ist ja eine Lüge. Realisiere dein Digimon-Abenteuer. Die sind ja zweisam, wenn es ein Paar ist. Ne? Ja. Ja, Mensch. Sehr, sehr gut. Hey, Wolf 130. Sieht aus, als ob ihr gut zusammenarbeitet. Danke. Warum versuchst du nicht einen dimensionalen Strudel? Ist das so wie ein Apfelstrudel? Schmeckt der wie ein normaler Strudel, oder? Ist das irgendwie was Neues? Ich glaube, das ist was Neues. Ich glaube, der schmeckt wie ein Stollen, bloß sieht aus wie ein Strudel. Kann sein. Vielleicht schmeckt der ja auch nach Paralleluniversum, ich weiß es nicht. Schmeckt scheinbar nach Vortex. Was ist ein Strudel, Agumon? Vortex. Ein Vortex ist ein Strudel, oder? Ich dachte, ein Vortex ist ein schwarzes. Nee, das ist ein Black Hole. Ja, aber ich dachte, Fachbegriff ist so Vortex. Ich meine, ein Vortex wäre ein Strudel, aber mag sein, dass ich mich jetzt irre. Aber bitte ab, ja? Ja. Dimensionale Vortex führen in alle Arten von Orten in der Digi-Welt. Diese Orte... die Orte, an die sie dich senden, ändern sich... bestimmen, was für eine Belohnung du erhältst. Wow, gibt's da Essen? Ich möchte gehen. Ja, Strudel. Ja. Ja, manchmal findest du Gegenstände für Workouts oder Care-Items, um stärker zu werden. Weißt du, Harrison fragt, boah, gibt's auch was zu essen? Und Agumon, ja, da gibt's Workout-Items. Da ist nichts zu essen. Doch, doch, lecker, lecker. Da kannst du was Schönes essen, zum Beispiel ein Fahrrad. Ja, ja, genau. Hanteln. Oder ein Laufband. So, komm, wir nehmen jetzt Cold Burns mit.
Ja, Gefrierbrand. Ja. Wir haben Gefrierbrand im Team. Agumon. Welcher? Der Schnee, der wird gefressen. Der ist wieder da. Ah, wie denn? Die Verdauung eines Kuwagamons geht gar nicht so schnell. Ja, das Kuwagamon ist ja weg. Wir haben das einfach aufgeschnitten. Ich dachte, es wäre weggeflogen. Nein, 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 das ist... Ja, natürlich schneiden wir es auf, um die Biologie dahinter zu erfahren. Und wenn Sie genaueres wissen wollen über die biologische Zusammensetzung eines Quagamon, dann schalten Sie den Podcast an. 30.02. 25 Uhr. Wir sind für Sie da. So. Ja. Der leichte Kampf scheint gar nicht mal so leicht zu sein. Also ich meine, wir haben einen Schlag kassiert. Ja, ja, aber es leben noch alle, so ab. Ja, also es hat uns eigentlich überhaupt nichts ausgemacht. Okay, was kriegen wir? Oh, ja, gut, 5, war ja auch der Ding. 25? Ja, ich schreibe später ein Review. Vielleicht, irgendwann. Eventuell. Nie. Ich schreibe eine Kritik, die sich gewaschen hat. Eine richtig salzige Kritik hier. Eine, die sich gewaschen hat. Mit Seife oder ohne? Ich weiß nicht, ist es positiv? Weiß ich nicht. Also mit Seife ist eigentlich immer positiv. Wenn du... Nein! Ohne Seife ist die positive Review, mit Seife ist die negative. Du kennst dich in den Review-Schreiben wohl nicht so aus. Aber ich meine, wenn sich etwas wäscht, dann doch wohl mit Seife, oder? Ja, natürlich, aber wir reden hier über Reviews und nicht über deine Waschmaschine, Mann. Mit Seife, wenn du eine Review mit Seife... Dann drückst du dir die Seife so rein, so, dann brennt das im Auge, dann müsst du sie erstmal auswaschen gehen und währenddessen sabotierst du sie. Aber dann ist das Auge doch sauber, ich meine, wenn die so ausgewaschen ist. Deswegen. Haben. Ja, aber es brennt ja und tut weh und das ist. Aber wenn wir schon mal bei deinen Waschangelegenheiten sind, hast du einen Luftwaschschwamm? Nein, habe ich nicht. Weißt du, was das ist? Ja, weiß ich. Aber würdest du es mir erklären? Ich habe keine Ahnung. Also es ist ein Schwamm, ja. Mann, aber irgendwie ein spezieller. Um die Poren irgendwie so. Ich dachte, das wären diese etwas fluffigeren Schwämme. Das ist ja ein Luftwaschschwamm, kein Fluff. Ja, aber ich dachte, das wären diese fluffigen. Ich weiß nicht, das ist irgendeine spezielle Art von Schwamm um Schwammen. SpongeBob ist es nicht. Vielleicht hat SpongeBob ja in seiner Verwandtschaft einen Luftwaschschwamm. Weiß man nicht, ne? Ja, eventuell. Vielleicht sind auch Luftwaschschwämme einfach nur domestizierte Schwämme, die nicht in der Wildnis leben, sondern Käfigen. Oder in ihrer Badewanne. Schauen Sie lieber nach, bevor Sie sich reinsetzen, sonst beißt er sie. Bei Stubenrein sind sie vielleicht auch noch nicht. Das ist ein Clash Battle. Let's get ready to rumble! Achso, ja, das ist... Akt 3, au. Akt 3, Szene 3, wie das andere. Ja, aber ich meine, wir kommen ja jetzt in Akt 3, ne? Na, 2. Nee, wir waren schon in 2. Waren wir? Ja, das war ja Akt 2. War Vagamon Akt 2, da, wo Romeo Julia beim Balkon besucht, war das Akt 2 Tatsache. Übrigens, Michi ist Romeo, Kuwagamon war Juli, okay. Falls ihr es nicht verstanden habt. Ja, gut, aber das reicht mal für heute. Ja. Ich glaube, eine Stunde reicht pro Sonntag. Wir müssen ja auch noch den Podcast aufnehmen. Was? Ja, wir müssen ja auch noch den Podcast aufnehmen. Für den 30.02. 25 Uhr. Ganz genau, du hast es verstanden. Sehr schön. Mensch, haltet ein. Wenn es mal wieder heißt... Digimon Realize. Ganz genau, ja. Vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. Ja, danke auch. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ja. Würde ich sagen, und ja. Also, bis dann, Leute. Tschüss.